Okay, ich würde sagen, stürmen wir los ins Ungewisse. Okay. Das ist cool. Ja, jetzt ist voll das gute Wetter und so. Wobei, nicht wirklich. Aber das ist irgendwie auch lame, dass da Nebel ist, durch den man nicht durch kann, ohne Schaden zu nehmen. Den man aber irgendwie trotzdem nicht nimmt. Oh mein Gott, die erste große Gefahr. Nein. Oh, mal sehen, ob es mich von der Brücke weht. Ich kann erst gar nicht drauf. Relativ uncool. Aber diese Aussicht ist wunderbar. Oh Gott, noch einer von euch. Nein. Ich hasse diese Eisgeister, ja? Schlimmste Gegner in diesem Spiel. Der schlimmste überhaupt. Aber sieht cool aus. Ist trotzdem ein schlimmer Gegner. Okay, hier soll ich, glaube ich, sogar so noch durchkommen. Ich bevorzuge dennoch freie Sicht. Okay, ich wusste es. Okay. Das Dümmste ist, mein bester Weg, um Eisgeister zu besiegen, ist ja eigentlich der Feuerschrei. Und den habe ich nicht so wirklich zur Auswahl, weil ich dann wieder den Schrei-Timeout aktivieren würde, was ziemlich uncool ist. Sowas tut man einfach nicht. Was passiert, wenn ich nur einmal schreie? Scheint genauso zu helfen. Oh mein Gott. Okay. Eigentlich kann ich da mein Feuertum benutzen. Also, Hilfe, wo ist es? Feueratem. Boah! Geilomatico. Eisgeister sind einfach, und da lasse ich mir auch nicht ins Wort funken. Es sind die nervigsten. Da soll ich, glaube ich, nicht weiter. Aber unglaublich, dass es noch höher geht, ja. Es sind die nervigsten fucking Gegner in diesem Spiel. Das da bitte. Bitte heute noch. Danke. So. Irgendwie ist das ein total schwacher Drachenschrei, der wahrscheinlich auch nur hier irgendwie benutzbar ist. Auch sinnvoll benutzbar. Sagen wird man ihn wahrscheinlich auch unten können, aber nur hier würde er mir wirklich was bringen. Wie hoch ist das denn? Alter! Es ist unglaublich. Das ist jetzt auch irgendwie schon wieder geil. Weil sie es hier ad absurdum treiben. Aber so wirklich. Ist ja nochmal doppelt so hoch fast. Und irgendwie breche ich immer zusammen, wenn ich den Schrei mache. Hals der Welt entdeckt. Und ein neuer Drachenschrei, ich glaub's nicht. Hallo? Moment mal. Dremljolok, seid gegrüßt, Wundunek. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Wow! Das hab ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Es stimmt sogar. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat,
so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Zwei Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun, spürt ihn in euren Knochen, tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Warum dringt ihr hier ein, wenn nicht für ein Tinwag? Genial. Sag mir bloß, ich kann das jetzt gleich auch. Wie es die Doof tun. Alles klar. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Stufe von diesem genialen Teil hier, ja? Nein! Ah, stimmt. Ich krieg von ihm. Ja gut, ich muss ihn immer noch freischiffen. Hä? Eigenartig. Nicht als sterbliches Geschöpf, sondern als Dovah. Hallo, du Dovah. Ja, Sosedorf Losmul. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Denn ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Das ist ein magischer Moment. Auch die Musik im Hintergrund. Der Nachthimmel. Der Schnee, der durch den Wind verweht wird. Am Hals der Welt und dann mit einem Drachen. Es ist unglaublich. Das ist gerade echt so ein... Ich bin geflasht. Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dovah. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr das? Alduin, Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tun, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Warum? Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tun lernen? Wir sehen uns sofort wieder. So Leute, lustige Sache. Ich komme wieder und plötzlich ist der Drache weg und ich frage mich, was zur Hölle ist hier los? Da oben sitzt er. Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Wozu müsst ihr diesen Tun erlernen? Mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Das ist das erste Mal, dass bei so einer Aussage der Charakter und ich praktisch das gleiche denken und sagen. Nee, nein! Wenn ihr wollt, dass ich eure Frage beantworte. Ich wollte das nicht klicken. Ich habe mich verklickt.
Patunax. Ich hab mich verklickt. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Ja, leider. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane, Vukin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Da war dieses Hermann Hesse Zitat, das jetzt auch ganz gut passen würde, aber ich weiß es nicht mehr. Ging es nochmal? Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Aber das hier geht auf jeden Fall ziemlich in die metaphysische Ebene von The Elder Scrolls, die tatsächlich in den Spielen selbst so offenkundig wie hier in Skyrim noch nie berührt wurde. Okay, die Keem-Diskussion mit Vivek in Morrowind vielleicht, aber ich bin nicht hier mit euch über Philosophie. Doch, um ehrlich zu sein, bin ich es. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Ach, das ist eigentlich auch nicht so, was ich sagen will, aber sie geben mir nur diese zwei. Ich würde so viele Fragen so gern stellen. Wisst ihr? Ja. Pass. Eine anständige Antwort. Das sagt der Lehrer vorne. Rofus, vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Crossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Welche Frage? Wisst ihr, warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Um ehrlich zu sein, nicht ganz. Drachen mögen noch die Berge, oder? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Ein geschichtsträchtiger Ort. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Hä? Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Das ist recht logisch, um ehrlich zu sein. Die Not jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork, Mulag, Unslad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Och, diese Frage wird mir eigentlich ziemlich häufig gestellt. Vielleicht kann er sie ja für euch beantworten. Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht. Doch es hat immer existiert. Rach, Wachlan. Sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja. Eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten.
Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sofas Suljek. Sie existiert nicht, aber sie hat doch immer existiert. Ein kleiner Exkurs, oder soll ich wirklich... Dieses Grundkonzept. Sie existiert nicht, aber hat schon immer existiert. Ist in der Elder Scrolls-Reihe extrem wichtig. Und zwar wirklich wichtig. Ab dem zweiten Teil an sich schon, ab Daggerfall, ist das ein Motiv, das von Teil zu Teil zu Teil in Morrowind, in Oblivion, in Skyrim immer wieder wiederkehrt. Nur halt nie so offensichtlich wie hier. In Morrowind hatten wir das Keem-Gespräch, da wurde es kurz erläutert. So gegen Ende des Spiels hat man mit Vivek ein Gespräch, mehr will ich nicht spoilern. Aber, blieb leider immer im Hintergrund. Und hier muss ich sagen, hier wagt Skyrim einen unglaublich wagemutigen Schritt fast, sowas Komplexes, nenne ich es mal, in die Hauptstory zu integrieren. Und zwar auf den ersten Blick. Och Mann. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Ja, hast du mir gesagt. Auf dem Gipfel des Monarven. Och nö, jetzt muss ich... den Hals der Welt nennt? Beantworte meine Frage. Richtig. Verrucht ja. Unslad. Mit dem Drachenfallschrei. Ja, die Nord... Das haben wir alles schon gehört, Leute. Die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos... Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Wie soll mir das alles weiterhelfen? Ja gut, das ist eine berechtigte Frage. Nicht absichtlich. Oh, was ist denn heute hier los? Darum habe ich hier gelebt. Tid krennt. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Wisst ihr wo? Ich muss dazu noch zu dieser Bruchstelle, muss ich gleich noch was sagen, weil ich glaube, dass die Übersetzung hier... Naja, aber, wisst ihr, wo ich eine Schriftrolle der Alten finden kann? Crossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Esbern oder Angar könnte etwas dazu einfallen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Wie konnte eine Schriftrolle der Alten Alduin durch die Zeit bewegen? Also ich hoffe jetzt mal, dass... Ich will jetzt den Dialog mal kurz beenden. Look to. Ich hoffe, dass ich mit dir noch reden kann. Ja, das ist jetzt eine einmalige Chance, auch ein bisschen mehr zur Story des Ganzen zu erklären. Deshalb tue ich das mal. Er hat hier eben von einer Wunde der Zeit gesprochen und danach sagt er Bruchstelle der Zeit. Und dies Bruchstelle der Zeit, Bruch, englische Wort dazu ist Break. Break kann sowohl Bruch heißen als auch Schlaf. Und eine bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich Schlafstelle gewesen. Nee, eigentlich nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist unglaublich schwer, sowas jetzt on the fly zu erklären.
Es gab in Elder Scrolls Geschichte und vor allem am Ende von Daggerfall schon mehrmals das Konzept, dass es eine Art Wunde der Zeit gab, weil etwas Unvorhergesehenes, etwas extrem Starkes, beispielsweise Geburt eines Gottes, passierte und sich die Zeit mehr oder weniger selbst korrigiert hat. Das haben wir auch bei Vivek und Amalexia Sotasil dann in Morrowind letzten Endes. Also, schaut in die Beschreibung. Da ist es besser erklärt, als ich hier jemals in Worte fassen könnte. Reden wir weiter mit ihm. Vielleicht beantwortet er das Ganze ja relativ gut. Wie konnte eine Schriftrolle der alten Alduin durch die Zeit bewegen? Womindog, ich weiß es nicht. Ich habe auf dich vertraut. Vielleicht haben sie dabei das Wissen darüber aus der Zeit selbst gelöscht. Eben. Die Doof sind Kinder von Akatosh. Darum sind wir besonders eingestimmt auf den Fluss der Zeit. Vielleicht auch auf einzigartige Weise verwundbar. Ich habe sie vor einem so voreiligen Handeln gewarnt. Selbst ich konnte die Folgen nicht vorhersehen. Nust Nihorn. Sie wollten nicht auf mich hören. Ihr meint, ihr wart dort? Ja. Einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Niov. Sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Alles klar. Loktum. Okay, Bruch der Zeit. Dragon Break könnte man genauso gut sagen. Denn Akatosh ist eben Gott der Zeit und er wird dargestellt als Drache, deshalb Dragonbreak. Deshalb heißt das Stichwort zu dieser ganzen Thematik auch Dragonbreak. Deshalb kam ich bei Bruch, ich habe es immer eher für Schlaf gehalten, so von der Übersetzung her. Ganz abgesehen davon bin ich hier, glaube ich, jetzt an einer... Da sieht aus wie... Ne? Wisst ihr? Wisst ihr, wie das da aussieht? Weil es ist jetzt nicht wirklich das, wofür ich es halte. Das ist mir schon bewusst. Aber das da erinnert so ein bisschen an die kaiserliche Insel aus Cyrodiil. Moment. Was ist das für ein hoher Berg? Kann ich denn dort überhaupt hin? Kann ich überhaupt dahin, wo ich jetzt hingucke? Ja, da stehen Gebäude. Okay, das ist Teil von Skyrim. Aber ich musste an die Insel denken. Ich bin hier nicht in der Innenzelle. Das heißt, theoretisch... Sollte ich in der Lage sein, hier jetzt wirklich runterzuspringen? Auch wenn die Entwickler damit sicherlich nicht rechnen. Aber ich will es trotzdem mal machen. Aua. Ich sag schon vorher Aua, weil es muss doch Aua sein, ja? Oh Gott, nein! 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 Der Story-Teil, den wir jetzt gerade... Es ist unglaublich, dass sie das thematisieren, ja? Denn so wird immer mehr deutlich, etwas, das sich sicherlich im Nachhinein erst ergeben hat, aber zumindest den Eindruck erweckt, als haben alle vorherigen Elder Scrolls-Teile mehr oder weniger hierauf gelenkt. Auf diesen Moment. So wie auch Morrowind letzten Endes nur die Oblivion-Krise in Oblivion ermöglicht hat. Und keinen wirklichen Selbstwert hatte, wenn man sich überlegt. Ja, gut. Vulkan war mal kurz aus, aber... ihr wisst, wie ich das meine. Ja, das hier wird wahrscheinlich die längste Beschreibung, die ich jemals getippt habe. Aber auch mit verschiedenen Verweisen auf Bücher, zum Beispiel... wisst ihr noch, als... Wo wart ihr, als der Drache schlief? Genau. Da ist, glaube ich, der deutsche Titel. Das zeigt auch ziemlich
cool, diese ganzen Effekte und was da alles reinspielt und... Oh, ich kann jetzt nicht aufhören zu labern. Es ist unglaublich, dass all dieses unnütze Hintergrundwissen irgendwann tatsächlich mal einen Zweck hat, weil es Teil der wirklichen Story wird. Ja, hier sind wir tatsächlich wieder in Ivarstadt, lange nicht mehr hier gewesen. Wo führt uns die Story nun weiterhin? Ich glaube, ich mache jetzt einen Skyrim-Marathon. Beziehungsweise, wartet mal.